Das letzte Mal, als Hatem Ben Arfa etwas zu feiern hatte, saß er alleine auf der heimischen Couch, vor ihm ein Törtchen mit einer brennenden 1 als Kerze, herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Ein Jahr ohne Einsatz muss gefeiert werden, schrieb Ben Arfa vor gut 5 Monaten am 5. April unter das entsprechende Bild auf Instagram. Der 31-Jährige nahm sein Schicksal bei seinem damaligen Club Paris Saint-Germain offensichtlich recht locker hin. Ob ein Jahr ohne ein Spiel für einen Fußballprofi nun wirklich ein Grund zum Feiern ist. Am Donnerstagabend aber, daran besteht kein Zweifel, durfte Ben Arfa mal wieder so richtig feiern. Nicht allein zu Hause auf der Couch, sondern dort, wo ein begnadeter Fußballer wie er eigentlich hingehört, in einem Fußballstadion, vor tausenden Fans. Ben Arfa auf dem Titel von L'Équipe, am nächsten Morgen prangte sein Konterfei auf dem Titelblatt von Frankreichs größter Sporttageszeitung. Eine Wiedergeburt, titelte L'Équipe vor einem strahlenden Ben Arfa. Hatem Ben Arfa zierte am Freitagmorgen das Titelblatt von L'Équipe. Urheberrecht L'Équipe. Nach langem Hin und Her hatte der ehemalige französische Nationalspieler Anfang September endlich einen neuen Verein gefunden. Stade Rennes gab dem Enfant Terrible, dessen Vertrag bei PSG zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war, eine neue Chance. Internationalen Top-Fußball live. Hier DAZN gratis testen. Im Europa League-Duell mit FK Jablonec kam Ben Arfa am Donnerstagabend nun erstmals zum Einsatz. Beim Stand von 1:1 gegen die Tschechen wurde der Offensivspieler vor heimischer Kulisse in der 65. Minute eingewechselt. Unter dem ohrenbetäubenden Jubel der über 20.000 Fans im Rojone Park betrat der Neuzugang den Rasen. Damit endete eine Serie von 533 Tagen ohne Pflichtspieleinsatz. Zuletzt hatte Ben Arfa am 5. April 2017 für PSG auf dem Platz gestanden. 2 Tore und einen Assist verbuchte er damals im französischen Pokal gegen US Avranches, ehe ein Abstieg ungeahnten Ausmaßes begann. Neymar und Mbappé verdrängen Ben Arfa. Hatem war der beste Spieler, den ich je habe spielen sehen, sagte ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege, der anonym bleiben wollte, einmal dem Magazin SoFoot, aber er war gleichzeitig auch der dämlichste. Denn mit einem Talent wie seinem muss man wirklich unglaublich dämlich sein, um nicht der beste Spieler der Welt zu werden. Bei der U17-EM 2004 ließ Hatem Ben Arfa mit Frankreich unter anderem Gerard Piqué Spanier hinter sich. Urheberrecht Getty Images. Ben Arfa selbst gestand in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe: Ich habe furchtbare Dinge getan, wo auch immer ich aufgetaucht bin. Ich bin von der Schule geflogen, ich habe mich mit Lehrern angelegt und selbst in der Kantine dafür gesorgt, dass der Laden nicht lief. Ich war schon als Kind extrem impulsiv und habe mich ständig geschlagen. Jeder Trainer, auch später bei den Profis, hatte Angst vor mir. Bei PSG verdiente Ben Arfa in 2 Jahren 12 Millionen Euro netto, für die Hälfte davon arbeitete er nicht einmal. Nach einer durchwachsenen Debütsaison mit nur 4 Toren in 32 Einsätzen setzte ihm der Club Stars wie Neymar oder Kylian Mbappé vor die Nase. Ben Arfa bei PSG nur noch auf der Tribüne. Anstatt zu wechseln, schmorte er freiwillig weiter auf der Tribüne. Auf sein Gehalt wollte er nicht verzichten. Mal trainierte er mit den Profis, mal mit der Reserve. Mehr als ein Jahr lang. Seine Karriere schien Ben Arfa ziemlich egal zu sein. Vielmehr wollte er den Verantwortlichen von PSG, vor allem seinem damaligen Trainer Unai Emery, eins auswischen. Anzeige, jetzt Fanartikel von Paris Saint-Germain sichern, hier geht's zum Shop. Mit seinem eigenwilligen Verhalten drohte er seine Karriere komplett aufs Spiel zu setzen. Als sein Vertrag bei PSG Ende Juni auslief, wollte ihn lange kein neuer Verein verpflichten, auch weil Ben Arfa offenbar weiterhin ein üppiges Gehalt forderte.
Der spanische Erstliga-Aufsteiger Rayo Vallecano brach Gespräche ab. Die Vorstellungen des Spielers gingen weit über die Möglichkeiten des Vereins hinaus, berichtete Eurosport. Zuvor hatten sich schon Saint-Étienne, Girondins Bordeaux, der FC Sevilla und West Ham United aus ähnlichen Gründen von einer Verpflichtung verabschiedet. BVB war angeblich an Ben Arfa interessiert, auch mit Borussia Dortmund war Ben Arfa zwischenzeitlich in Verbindung gebracht worden. Das Risiko, einen egoistischen Großverdiener aus Frankreich unter Vertrag zu nehmen, war Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc nach den Erfahrungen mit Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang aber offensichtlich zu hoch. Zumal er nicht nur bei PSG negativ auffiel. 2015 verließ er auch Newcastle United im Streit. Sein Coach Alan Pardew hatte ihn zuvor degradiert, es war die Hölle in Newcastle. Ich musste wochenlang mit der Reserve trainieren. Es geschahen viele ungerechte Dinge, berichtete der Offensivmann. Pardew entgegnete, es ist mir noch nicht oft passiert, dass ich Rebellen nicht in den Griff bekommen habe. Aber im Fall von Ben Arfa war es irgendwann unmöglich. Bei Stade Rennes sind sie offenbar guter Dinge, dass sie das Unmögliche doch noch möglich machen. Ben Arfas erster Auftritt im neuen Trikot macht zumindest Hoffnung. Siegter in Europa League gegen FK Jablonecels Rennes in der Nachspielzeit der Partie gegen Jablonec einen Elfmeter zugesprochen bekam, übernahm der neue Mann direkt Verantwortung. Ben Arfa schnappte sich den Ball und versenkte ihn rechts unten im Netz. Nach einem aufreizend lässigen Anlauf, natürlich, ist man versucht zu sagen. Mit diesem Elfmeter sorgte Hatem Ben Arfa für den Sieg von Stade Rennes gegen FK Jablonec. Urheberrecht Getty Images. Ich habe vielversprechende Ansätze gesehen. Beim Elfmeter hat er Verantwortung übernommen, das ist großartig, lobte Trainer Sabri Lamouchi. Wir wissen, dass jedes Mal etwas Besonderes passieren kann, wenn er den Ball berührt. Als die ganze Mannschaft nach dem Spiel von den Fans für den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase der Europa League gefeiert wurde, bekam Ben Arfa einen besonderen Platz. Während seine Teamkollegen am 5-Meter-Raum standen, gab Ben Arfa hinter dem Tor, ganz nah an den Zuschauerrängen, den Einheizer. Startelf-Premiere für Stade Rennes gegen PSG, ging es nach den Fans, dürfte ihr neuer Liebling schon am Sonntag erstmals in der Startelf stehen. Dann geht es in der Liga einer ausgerechnet gegen Paris Saint-Germain, wenn Hatem gegen PSG nochmal dasselbe macht, dann gebe ich einen aus, kündigte Trainer Lamouchi bereits an. Punkt. Es ist davon auszugehen, dass für Ben Arfa dabei mehr als nur ein kleines Töpfchen herausspringen würde.